Ah, ich glaube Wölfe. Ich glaube, es schießt auf Wölfe. Ja. Warum ist das jetzt rot? Reicht die Power nicht, oder was? Also ich müsste jetzt höchstens aufpassen, dass der vielleicht, dass die vielleicht von der Drohne nicht mit angehen. Aber okay. Gut. Drill. Ach so, warte mal. Oh, shit. Hatte ich jetzt eventuell bei der. Ah, das ist ja 1, 2, 3, 4. Müsste das sein, oder? Ja, komm, wir probieren das jetzt einfach. Wenn das von der Drohne mit angeht, ist es jetzt auch nicht so schlimm, dann ist es halt so. Okay, den Pisten. Ja, den Pisten werde ich auch mit steuern über das Teil. Wo ist denn der? Ja, welcher ist denn das jetzt? Müsste ja jetzt eigentlich die 2 sein, oder? Ich könnte jetzt das große Teil abdocken, aber ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Aber das ist ja der zweite Pisten, den ich gebaut habe. Oder war das der andere Pisten? Ich weiß es nicht mehr, ey. Das ist alles so komisch. Warte mal, wenn der Large. Die Spotlights sind weiß, also ist das der Pisten. Okay. Gut, dann weiß ich das Bescheid. Also nur Pisten. Okay, dann machen wir das jetzt so. Nee, halt. Muss ja. Ach nee, Quatsch. Doch, das muss ja auch noch übers Kontrollfeld. Ich bin total durch den Wind, ey. Setup Action. So, wir brauchen einmal die Gruppe. Drill. Auf die 1. Ja, on, off, genau. Und dann brauchen wir All Blocks Pisten Nummer 2. Ne, Pisten Nummer 1 war's. So. Machen wir Receive. So, brauchen wir bloß eine Taste drücken. Und den muss ich jetzt noch einstellen. Und zwar, damit wir da ein bisschen auch Zeug rauskriegen, werde ich den jetzt so einstellen. Ja, das ist auch der, der ist auf normal eingestellt. Der wird jetzt halt. Der wird jetzt. Ja, so. Und der fährt jetzt auch schon raus, die blöde Kuh. Boah, das ist eine dumme Idee. Ach so. Ja gut, er hört ja dann auf zu drücken. Ach ja. Genau, das ist das, wenn man das halt auf Receive stellt. Da fährt das Ding einfach mal vorher los. So. Zack, fahren wir zurück. Aber wieso ist denn das jetzt rot hier? Da reicht die Power nicht mehr, oder was? Ey, das ist doch blöd. Oder hat das was mit dem. Ach komm, dann mache ich das jetzt anders. Ist mir jetzt egal. Ach, ich weiß warum. Weil in der Gruppe noch das Button. Nee, war das Button-Panel kann ja gar nicht mit drin sein. Oder? Doch, das Button-Panel ist mit drin. Nehmen wir es mal raus. Dann save wir die Gruppe nochmal. Nee, ist aber immer noch so. Save mal jetzt. Ah, jetzt sind es Drills. Okay. Aber wieso sind die jetzt rot? Ach, ich habe den Block ausgemacht, oder? Ich habe das Button-Panel ausgemacht. Ja, geil. Ja, geil. Mach mal an die Scheiße. So. Und dann machen wir das hier wieder so. Ja, lol, das kann ja wohl nicht gehen. So. Und dann lassen wir den jetzt vorfahren. Und dann kann der hier ein bisschen buddeln. Weil die holen ja trotzdem noch ein bisschen was raus. Jawohl. Und dann kommen wir auch langsam in den Felsen rein. Aber so wie ich das sehe, kriege ich das jetzt so nicht gebacken hier. Da wäre das wahrscheinlich doch mit rüber und überschwenken, wäre dann wahrscheinlich doch besser gewesen. Aber naja, gut, es ist ein Anfang. So kann man das auf jeden Fall trotzdem machen. Also könnte ich ja quasi hier unten selber schon mal frei buddeln. Aber ich glaube, da wäre ich jetzt bloß. So buddeln, dass hier keine Steine abfallen.
dann auch bloß so, dass hier, dass ich hier dann noch die Drills setzen kann. Ich finde, der fährt sogar noch ein bisschen zu schnell, oder? Also würde ich jetzt behaupten, dass der ein bisschen zu schnell fährt. Wow, jetzt habe ich mir erstmal einen Block geschrottet. Aber das ist nicht so schlimm. Na, guck mal, der kommt doch schon ein ganzes Stück. Das ist schon mal super. Super. Der fährt immer noch, oder? Ja, Tatsache. So, was sagt denn das Stückchen hier? Jawohl, da kommt doch ein bisschen ordentlicher Stein rum. So, jetzt ist er fertig mit fahren. Den lassen wir mal da hinten noch ein bisschen kurz ausbohren. So, den muss ich mal kurz neu setzen, weil den habe ich mir gerade weggeschrotet. Ach, schön. Schön, wenn was funktioniert. Finde ich schon mal gut. Hihi. So, ich würde sagen, da holen wir den jetzt mal wieder zurück. Lassen die aber noch weiter bohren. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt unten die Reihe dran bekomme. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu... das wird noch ein bisschen zu nah sein. So, und ich weiß, Muffy wird mich hassen dafür, dass er das jetzt verpasst, ja. Aber dafür kann er sich ja im Video angucken. Ja, ich weiß, der war mies. So. Ist hier auch noch weg. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass die mich jetzt wegbohren. Ist ja eigentlich bloß die schlimmsten Stellen sind ja eigentlich unten. Weil oben geht es ja dann von quasi wie fast von alleine. Ja, guck mal, der bohrt immer noch. Boah, mega. Das ist ja geil. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Jetzt. Entschuldigung. So, dann warten wir noch, bis der raus ist. Ja, hat noch ein Stück. Ein kleines Stückchen muss er noch zurückfahren. Und das sieht gut aus, dass es vielleicht sogar unten passen könnte. Jetzt ist bloß die Frage, muss ich jetzt wirklich überall ihn setzen oder reicht da jetzt zum Beispiel jeder zweite? Weil das sind ja nochmal ein Haufen Ressourcen. Das ist ja auch gleich nochmal das nächste. So, dann machen wir die Bohrer jetzt mal kurz aus. Pum. Okay. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Würde das jetzt passen? Nein, würde es nicht. Warum würde es nicht passen? Weil das noch zu weit rausschnarkt. Okay. Das dürfte jetzt aber eigentlich nicht mehr viel sein. Aber zu hoch dürfte es auch nicht mehr sein, oder? So. Ich möchte jetzt eigentlich bloß mal hier gucken, ob das jetzt wenigstens passt. Oder, nee, das hat jetzt nichts mit dem Boden unten zu tun, oder? Oder doch? Warte mal, ich nehme das mal weg.
Nehmen wir den O noch weg. Den O noch. Mal gucken, ob das jetzt passt. Ah, guck mal. Jetzt passt's. Okay. Ah, okay, dann hat es doch hier unten was mit den Würfeln zu tun. Also mit den Bodenblöcken quasi. Den bestimmt auch nochmal wegnehmen. Aber die kann ich, glaube ich, ich könnte die dann auch bestimmt wieder setzen, denke ich mal, oder? So, wie gesagt, jetzt ist die Frage, reicht das, wenn ich jetzt jeden zweiten einsetze? Oder muss ich echt... Muss ich echt alle... Also die Linie wollte ich sowieso durchziehen. Warte mal, da müsste jetzt noch einer dran, hä? Ja, weil so breit sollte das schon werden. Okay, hier passt es noch nicht ganz. So, nimm's weg. Nimm's einfach bitte weg. Nimm's aus meinem Gesicht. Passt er jetzt dran? Ja. Sehr schön. Also ich werde das jetzt mal hier unten probieren. Und zwar werde ich den mal, den nehme ich mal wieder weg. Dann werde ich hier mal einen dran pappen. So. Ja, und da ist wieder dieser Bodennüppel. Oder? Nee. Was ist denn hier im Weg? Ach, der hier. Alles klar. Der ist hier im Weg. Dieserjenige welche. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich die aber unten drunter wieder... Ja, komischerweise kann ich die jetzt aber setzen. Ach, guck mal. Cool. Ach, jetzt sieht man auch, dass die nicht... Ach, deswegen also. Okay. Ja, da habe ich doch aber gleich schon mal eine Idee für... Quasi wie so eine Art Laufschiene. Das ist ja mega geil. Also die drei lasse ich jetzt erstmal so laufen. Muss ich dann mal gucken, ob ich das dann irgendwie hinkriege. Dass man das eventuell, jetzt stand ich gerade drin. So. Weil jetzt können die unteren Bohrer ja auf den Blöcken laufen quasi. Da dürfte es jetzt gar nicht so sehr rumschlangern. Mega. So, 8. Der geht. Und pass auf, der geht, der wird er nicht. War ja klar. Das wird jetzt auf Garantie nur der Nippel dort gewesen sein. Mal gucken, ob der jetzt geht. Ja, jetzt geht er. Okay. Sehr gut. Da hätten wir ja schon mal quasi so eine kleine Fläche. Oh, schicki. Okay. Cool. Jetzt muss ich bloß noch genug Ressourcen haben, um die bauen zu können, alle Mann. Alter Falter. Das wär's. Okay, warte mal, was brauchen wir jetzt überhaupt? Also wir brauchen schon mal... Stahlplatten brauchen wir jede Menge. Das ist definitiv Fakt. Wir brauchen für jeden 12, also Stahlplatten Construction werde ich auf jeden Fall ansetzen können. Die werden wir auf jeden Fall, also Stahlplatten... Und Construction. Und die Stahlplatten werden nicht reichen. Ich sehe es jetzt schon. Und wenn es dann wieder so weit ist, dass mir das Eisen ausgeht. So, dann mopse ich mir schon mal die Computer. Dieses Motor. Da müssen irgendwo noch mehr Motoren sein. Also an den Stahlplatten wird es jetzt wahrscheinlich wieder hängen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Auch Stahlplatten habe ich sogar noch einstecken. Na gut. Dann machen wir das jetzt zur Reihenfolge. Aber wir fangen von hier an, damit der Weg immer kürzer wird. Je nachdem, wie, was, wo gebaut werden kann. Okay, hier habe ich schon keine Construction mehr, aber wenigstens sind die Motoren und die PCs dann schon mal alle drin. Ja. Hier auch. Hier auch. Okay, jetzt hört es mit den Motoren auf. Und die PCs, also die Computer haben wir jetzt überall drin. Okay. Die brauchen wir definitiv nicht mehr. Gut, dann brauchen wir aber noch Large Steel. Und davon kann ich nicht so viel schleppen. Ach, furchtbar. So, fangen wir auch wieder hier hinten an. Wenn ich Glück habe, waren die hier schon alle drin. Nee. So, hier hört es dann schon auf. Okay.
Hier sind auch nochmal Lautsprecher und hier sind auch gleich nochmal Motoren dabei. Aber Motoren hat er alles schon. Ach, wir haben keine. Wir haben auch schon wieder keine Lautsprecher mehr, okay. So, dann schmeißen wir das mal alles raus. Lautsprecher haben wir hier noch 12. Large. Also Large werde ich bestimmt auch machen müssen. Da werde ich bestimmt nicht drum rumkommen. Hier sind nochmal 71. Kann man die erstmal verbasteln. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich schon überall war hier. Also der hat's auch. Hier fehlt eine. Hier fehlen 12. Also das Schlimmste wären jetzt echt die Large Tubes und die. Ja. Und die Stahlplatten sein. Und Large, die werde ich bestimmt auch nochmal bauen können. Müssen. Sogar. Auch nochmal 7. Bin jetzt schon voll. Ja, eigentlich bin ich jetzt schon voll. So, warte mal. Hier. Warmer. Wow, okay. Large, den muss ich nicht bauen. Sehr geil. Also, müsste ich theoretisch schon, aber. Mache ich dann, wenn wir die Stahlplatten fertig haben. Construction muss ich Gott sei Dank auch nicht bauen, aber die Stahlplatten kann ich gleich noch mal ein paar mehr ansetzen. So. Mal 1000 oder so. Weil ich glaube, die 200 sind jetzt schon wieder weg. Ja, ist ja gut. Ja, 64 hatte ich noch. Okay, jetzt muss ich sowieso mal kurz rüber. Ja. Ich glaube, ich sollte mir drüben vielleicht eine Medbay oder sowas bauen. Dass ich nicht immer hin und her flattern muss. So, gleich mal die Aufladepause genutzt. Aber dafür wieder da. So, mal gucken, wie viele Stahlplatten wir inzwischen haben. Und es geht ja, glaube ich, auch einfach, indem dass man hier oben einfach nur Stil. So, sind jetzt auch nicht wirklich viel. Ich glaube, wir warten mal, bis wir uns vollkrachen können damit. Ich hoffe echt, das geht sich vom Eisen her aus. Das ist jetzt meine größere Befürchtung eigentlich. Weil so kriege ich wieder bloß einen Bohrkopf fertig. Und es wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich zwei machen könnte. Aber das mit dem Eisen gefällt mir überhaupt nicht. Kriege ich irgendwo eine komplette Bestandsaufnahme? 16.000 haben wir noch. Okay, das könnte. Na gut, das ist aber auch die Refinery. Ich müsste jetzt mal genau wissen, wie viel wir eigentlich haben. Ich gebe jetzt einfach mal Iron oben ein. Müssen wir das ja alles zeigen, was Iron ist. Also das sind 16, 15 und hier sind, ach komm, hier sind noch 40.000, das ist ja, Gottes Willen. Was mache ich mir denn da im Kopf? Also jetzt mal echt, ey. Oh. Das war zu viel. Aber der Assembler kommt nicht wirklich hinterher. Ob ich hier mal ein Speed-Modul anbaue? Würde das was bringen? Vor allen Dingen plus 1? Also, pff. Keine Ahnung. Man könnte es ja mal probieren. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal hier. Dass man dann eventuell vielleicht auch ein paar mehr Ressourcen schneller kriegt. Jetzt sind die Stahlplatten schon wieder alle. Ey, Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, da kann ich gleich nochmal welche ansetzen. Weil das sind jetzt gerade von den Bohren, die wir hauptsächlich brauchen, sind das eigentlich gerade mal jetzt 2, die komplett fertig sind.
Oh, what the fuck. Sehr geil. Also nicht. Was auch die Production? Ja, die ist noch dabei, kräftig. Ich glaube, ich werde gleich mal noch ein paar nachschießen. Ja, warte mal, ich guck mal, was braucht denn ein Speed, beziehungsweise so ein Modul. Wo sind die Module überhaupt? Muss erstmal die Module finden. Sind die hier gleich mit dabei? Nee. Oxygen, Rotoren. Kann ich die überhaupt schon bauen? Das ist ja gleich auch wieder so eine Frage. Wo sind die Module? Ah, das ist jetzt echt, ich meine, ach, hier ist doch schon eins. Speed-Modul, guck mal. Und da könnte ich vielleicht an die Refinery sogar noch ein Effizienzmodul dran klatschen. Was brauchen der? Der braucht Stahl 100. Ja, komm, wisst ihr was, da bauen wir jetzt einfach mal eins dran. Mal gucken. Wir werden ja sehen, was es bringt. Also, ob es was bringt. Meteor Storm inbound. Yeah. Davon hat man ja noch nicht genug. Gehen wir 100 Schallplatten bitte. Was brauchen wir noch dafür? Motoren, Computer, Components und Small Steel. Und PCs natürlich. Motoren brauche ich glaube ich gar nicht so viel. Ich habe jetzt 20. Da brauche ich was 4. Kann ja gleich nochmal 10 hier lassen. So. So, dann Small Steel. Habe ich glaube ich auch nicht mehr. Hä? Oder? Oder, nö. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Und ich habe keine Small Steel mehr. Verdammt. Das ist jetzt blöd. Ich brauche wirklich Small Steel für die Scheiße. 20 Stück sogar. 20 Stück braucht man. Ich habe sogar zu wenig Computer mitgenommen. Da bin ich denn deppert? Das gibt's doch nicht. 20 Computer zu wenig. Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Small eingebe. Ne, wir haben keine Small Steel Tubes mehr. Wir haben keine Small Steel Tubes mehr. Nein, halt, die brauche ich doch. Ich Dussel. Ach, ich brauche 60 Computer, okay. Ich brauche 60 Computer. Ich habe immer noch keine Small Steel Tubes. Computer, Computer, Computer. Da. Warte mal, da werden wir kurz mal hier die Produktion abbrechen müssen. Na gut, so viel brauchen wir jetzt auch nicht. Komm, hier brauchen wir bloß 20. Und dann lassen wir die weiter durchjodeln. Dass der vielleicht wirklich mal ein bisschen schneller wird. Jetzt bin ich einfach wieder raus, anstatt ich auf Inventar gegangen wäre. Mein Gott. Ist das überhaupt. Ah, toll. Ich baue so noch falsch rum dran, ich Düssel. Ich würde sagen, das bringt's, ne? Wieso feuert es? Achso, wegen Meteor Storm. Was machst du? Nicht sinnlos schießen. Ich müsste es natürlich auch richtig rum anbauen. Das würde mehr helfen. So, jetzt aber. So, und jetzt könnten wir mal gucken. Ich glaube, der ist sogar gerade auf die Stahlplatten umgesprungen.
Naja, guck mal, jetzt rattern sie schon mehr durch. Okay, bei 600 bin ich also voll. Ja, und ich glaube, ich habe es auch gerade gesehen, dass ich fast kein Hydrogen mehr habe. Ah, nee, fehlen ja echt nur Construction. Stimmt, das war ja auch bei manchen so ein Ding. Oh, wir hätten fast drei bauen können. Aber hier fehlen auch noch Construction, sehe ich gerade. Also wenn wir jetzt auch schon mal eine Runde mit Construction durchgehen. In der Zeit kann nämlich die Refinery erstmal schnell die Stahlplatten herstellen. Na, guck mal, dann läuft es nämlich auch mit dem Nachbarn hier. Der ist fertig. Bei dem fehlt trotzdem noch was. Jetzt habe ich auch schon wieder keine Construction mehr. Gut, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil ich glaube, ich muss nämlich sowieso nochmal Construction ansetzen. Weil die hätten ja beim besten Willen nicht gereicht. Die sind ja immer schnell vergriffen. Haben wir noch mehr Construction? Nee. Gut, dann schießen wir die nämlich gleich nach, würde ich sagen. Nochmal so 500 Stück. So, hier war ich jetzt, ja. Der hat jetzt auch. So, mit Construction. Hier fehlen sogar noch Motoren. Motoren. Wieso fehlen da Motoren? Das ist ja merkwürdig. So, jetzt fehlen auch wirklich nur noch die Stahlplatten. So mache ich es mir immer so schwer. Steel Plates. So, mal gucken, wie viel wir jetzt fertig kriegen. Ah, jetzt fehlt hier wieder Computer. Welcher ist denn das, der oben ist? Das? Da fehlen auch noch. Die Computer sind da, gut. Da fehlen echt die Computer, okay. Okay, dann brauchen wir doch noch Computer. Wenigstens einmal noch. Hier sind keine. Ja. Ja, schön, so viel hätte ich gar nicht gebraucht. Ja, ne? Das ist mal ein Unterfangen. Jetzt aber Steel. Ja gut, ich würde sagen, ein bisschen schneller ist er, aber nicht viel. Ich glaube, da müsste man echt schon zwei bauen, dass sich das lohnt. So, da muss ich wenigstens die Taste nicht immer gedrückt halten. Ach, und schon wieder Steel Plates am Ende. Aber könnte ich mit dem jetzt quasi schon arbeiten? Weil ich meine, der ist ja nicht zu 100% fertig. Hier fehlen ja noch ein paar Stahlplatten. Gut, ein paar ist gut. Ein paar ist gut. Da fehlen nur noch einige. Okay, damit würde ich den jetzt fertig kriegen. Ich müsste mal gucken, was brauche ich denn überhaupt für Stahlplatten? 120 und 180. Also sind das schon mal 300 Stück pro Bohrer. Also pro Bohrkopf brauche ich 300 Stahlplatten. Ja, ich gehe mal so lange pennen, oder was? Es ist ja abartig. Das ist ja mal echt abartig. Wieso zieht es denn hier eigentlich keine?
Was sind denn eigentlich die ganzen Flaschen, sag mal? Ach, hier unten sind noch welche. Okay.